und nutzt das dann Pokémon mit den Typen Unlicht und Feuer, existiert seit der zweiten Spielgeneration und kann sich zu Hundemon weiterentwickeln. Dabei hat es seit der sechsten Spielgeneration eine Mega-Entwicklung. Hundemuster ist ein kleines vierbeiniges und hundeähnliches Pokémon, das farblich schwarz, rot und grau auftritt. Der Großteil seines Körpers färbt sich dabei schwarz, Bauch und Schnauze sind rot gefärbt und die knochenähnlichen Strukturen an Stirn, Rücken und Gelenken sind grau. Die Körperstruktur ist eher schlank, wobei das Unlichtfeuer-Pokémon über einen relativ dicken Hals verfügt. Auf dem Kopf wachsen die beiden dreieckigen Ohren und auf der Stirn befindet sich eine Platte, die einem Schädel ähnelt. Die Augen setzen sich aus weißer Lederhaut und schwarz-braunen Pupillen zusammen. An der Spitze der rundlichen Schnauze ist die kleine schwarze Nase sichtbar und am Maul sind auch im geschlossenen Zustand zwei kleine Eckzähne zu erkennen. Auf dem Rücken befinden sich zwei runde Gebilde, die von der einen Seite über den Rücken verlaufen. Ein kurzer, dicker Schwanz wächst hinten und die kurzen, jedoch kräftigen Beine gehen in Pfoten über, die ihrerseits mit drei Zehen ausgestattet sind. An den Fußgelenken sind runde, dicke Strukturen zu erkennen, die Armbändern ähneln, und in seiner Shiny-Form wirkt Hundemuster insgesamt etwas heller. Die üblicherweise schwarzen Körperbereiche sind blau gefärbt und der Bauch und die Schnauze sind in einem braunen Ton gehalten. Hundemuster ist ein schlankes und agiles Pokémon und zeichnet sich durch hohe Körperkraft und noch größere spezielle Kräfte aus, ist aber jedoch zerbrechlich. Es greift Gegner mit seinem kräftigen Gebiss und Attacken wie Knirscher oder Feuerzahn an. Auch andere körperliche Angriffe wie Prügler oder Schmarotzer kann es erlernen. Die giftigen Flammen, die es ausstößt, ermöglichen ihm den Einsatz von Flammenwurf oder Inferno, aber auch Smog. Und sein angsteinflößendes Heulen zeigt sich in Jauler und Brüller. Hundemusters mögliche Fähigkeit Frühwecker sorgt dafür, dass es schnell aus dem Schlaf erwacht. Andere Exemplare mit Feuerfänger erhöhen die Kraft ihrer Feuerattacken, wenn sie selbst von einer solchen getroffen werden. Bei Exemplaren mit versteckter Fähigkeit sorgt die Fähigkeit Anspannung und die bedrohliche Gestalt dafür, dass das andere Pokémon keine Beeren mehr konsumieren kann. Wilde Hundemuster leben in baumreichen Wiesengebieten wie der Route 7 in Kanto oder dem Menhirweg in Kalos. Das Hades-Pokémon lebt dabei in kleineren Rudeln zusammen. Mit seinen Artgenossen kommuniziert es über eine ganze Reihe verschiedener Belllaute, die nur Hundemuster verstehen können. Auch bei der Beutejagd, die stets in Gruppen stattfindet, verständigt Hundemuster sich mittels Bellen und treibt ihre Opfer dadurch gemeinschaftlich in die Enge. Ihre Zusammenarbeit gilt als vorbildlich. Auch deshalb ist Hundemuster ein besonders gehorsamer Pokémon-Partner, welche seinem Trainer aus Wort folgen. Im frühen Morgengrauen machen Rudel von Hundemuster mit furchteinflößendem Geheul auf sich aufmerksam und betonen damit ihre Revieransprüche. Hundemuster stellt dabei den ersten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und kann sich zu Hundemon entwickeln. Das ist dann wiederum mithilfe eines Hundemoniten zur Mega-Entwicklung fähig. Dabei nimmt es erwachsenere Proportionen an und die bedrohlichen knochenartigen Strukturen um seinen Körper prägen sich stärker aus, zudem entwickelt es Hörner. Bei der Mega-Entwicklung prägen sich die Knochenstrukturen noch weiter aus und das Pokémon wirkt noch gefährlicher. In den Spielen der Hauptreihe wird dann die Entwicklung von Hundemuster zu Hundemon beim Erreichen von mindestens Level 24 ausgelöst und die Mega-Entwicklung wie gesagt durch einen Hundemoniten. Mit seiner Typenkombination ist es dabei dann immun gegen Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen, Eis, Geist, Unlicht, Stahl und Feuerattacken, es sei denn, es hat die Fähigkeit Feuerfänger, dann ist es immun gegen Feuer. Doppelten Schaden machen Wasser, Kampf, Boden und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.